zur Geschichte des BGZ gäbe es viel zu sagen, aber einige von Ihnen haben ja aktiv die Geschichte mitgestaltet, die Frau Schellig zum Beispiel, und viele andere, die uns mit ihren Ideen davon überzeugt haben, dass es gescheit ist, daraus gemeinsam zu machen. Und was alles daraus geworden ist, dafür, glaube ich, ist der Nachmittag jetzt da, dass man das anschauen kann, lesen kann. Es hat, glaube ich, immer was mit Lebensfreude zu tun, mit Nachbarschaft, mit füreinander da sein. Danke für eure tolle Arbeit. Und jetzt gibt es sozusagen eine besondere Übergabe für den René, weil der René wird sich ein bisschen zurückziehen aus der BWZ-Arbeit und andere Aufgaben werden auf ihn warten. Mit einem ganz herzlichen Dankeschön für alles, was du für das BWZ, für uns, für die Bewohnerinnen da gemacht hast. Und ja, du bleibst eh da, also bist dir dann nicht ganz weg. Vielen Dank, René. Ich glaube, das war jetzt meine Aufgabe, oder? Und jetzt, glaube ich, ist der Herr Ebhardt dran. Weil der ist nämlich eigentlich der Moderator. Zuerst einmal einen schönen guten Tag. Freut mich, dass ich Sie durchs Programm führen darf. Das Grätzl-Fest war der Tag der offenen Tür heuer das dritte Mal. Das erste Mal allerdings heraus. In Tanz aus Sri Lanka.
Entschuldigung, wir dürfen jetzt den Herrn Bezirksvorsteher, Herr Papa, bei uns begrüßen. Die meisten haben ihn eh schon gesehen, weil er war schon überall. Ich darf ihm noch ein paar Worte geben. Ja, danke sehr. Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, liebe Floridsdorferinnen, liebe Floridsdorfer, liebe Festgäste. Erstens einmal auch von mir herzlich willkommen. Ein großes Danke einmal an die Wohnpartner, die auch heute hier dieses Fest gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen und engagierten Milderinnen und Milder, Bewohnerinnen und Bewohner und verschiedensten Institutionen auf die Beine stellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, erstens einmal, dass es natürlich eine hervorragende und tolle Arbeit ist und dass natürlich es auch eine wichtige Bühne ist, um gemeinsam zusammenzukommen. Denn durchs Reden kommen die Leute zusammen, bekanntlich. Sozialvereine sind, alle berichten mir, es wird immer schwieriger, dass ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich engagieren, mitarbeiten, sich für die Gemeinschaft einbringen. Und umso mehr ist das hier auch in diesem Bewohnerinnenzentrum wert, dass diese Dynamik, diese Kraft, diese Gemeinschaft, dieses Engagement hier über das Grätzl hinaus auch erlebbar und spürbar ist. Und dafür ein großes Danke für diesen Einsatz, der auch für Floridsdorf ein wichtiger Mosaikstein in der Lebensqualität mittlerweile ist. Die Rundnergasse und ihre Aktivitäten. Danke sehr. Reden wir drüber. In diesem Sinne, danke für das Engagement, ein schönes Fest, das Wetter wird halten, alles Gute. Herzlichen Dank. Und jetzt ersuche ich genau die, die der Herr Bezirksvorsteher angesprochen hat, hierher zu kommen, nämlich die Initiativen aus dem Bewohnerinnenzentrum. Ja, traut sich. Ihr seid schüchtern. Ja, schüchtern. Normal sind sie auch nicht so schüchtern. So, wer sagt das? Grüß gut, dann fangen wir gleich so der Reihe nach an, also jetzt nicht irgendwie gewertet. Fangen wir ganz rechts außen mal an, mit der Initiative geht es da. Also ums Deutschi und ich bin auch in der Reihe. So, sehr wichtiger Teil. Gut, dann gehen wir weiter. Ja, Frank und Rutnergasse, Kultur- und Sozialverein, Musik, kulturelle Veranstaltungen, soziale Veranstaltungen und Mietervertreter. Wir sind von der Bastelgruppe und wir haben auch heute für die Kulinarik bei uns gezeigt und ich hoffe, es war so alles fliegen und ihr überlebt es. Ja. Ja, ich bin der Mitarbeiter von der Jungsgrotzen und vom Bastelverein der Casino. Herr Dagobert. Bei mir gibt es die Gymnastik mit einer professionellen Trainerin, Qigong mit unserer Frau Dr. Messner und Kochen. Haben wir nächste Woche wieder frisch an. Alles was gibt, Kinderküche, internationale Küche, kommt alle und was zusammen. Macht's mit. Ja, ich bin für die Lernbegleitung hier, die am 1. Oktober wieder anfängt. Und ich freue mich, wenn alle, die mit mir diese Lernbegleitung machen, wieder da sein werden. Ich glaube, wir haben alle durch. Der Rainer. Der Rainer, der ist jetzt momentan, der sorgt das leibliche Wohl. Der macht das, den Brief, RC Brief. Also, wenn Sie wer. Vertreter der Schanzverbindung der Wirschau holt sich dann eh. Ja. Gut, ich bin auch hier auch dabei beim Frauentreff, da ist normalerweise alle zwei Wochen. Beginnen bis jetzt ist mit Schwemm eine Organisation da, die uns jetzt eben wöchentlich einen Vortrag bietet, ab Oktober dann wieder zwei wöchentlich der Frauentreff, wo jeder herzlich eingeladen ist. So, und ich glaube, jetzt haben wir es hier. Gut. Dann sage ich recht herzlichen Dank und wünsche auch weiterhin viel Erfolg. Und einen großen Applaus bitte. Also, jetzt muss ich ja was machen, was ich nicht besonders gern mache, das ist das Mikrofon eigentlich. Aber ich muss jetzt sagen, der Nächste, der jetzt da singt, das ist unser Günther. Ich muss beim Günther dazu sagen, der Günther kann keine einzige Note lesen.
Alles, was er spielt, spielt er auf und auf Gehör. Und dann hat er irrsinnige Liebe zur Musik. Und ich finde es wunderschön, dass er auch die Möglichkeit hat, das zu zeigen, was er sich selber gelernt hat. Und ich hoffe, er kriegt einen riesen Applaus von euch. Ich danke. Gesamtkunstwerk Augustin und ein Siebtel von dessen Vokaler Gebirgsküche, den Chorstimmgewitter. Unser kompletten Klangkörper könnt ihr übrigens beim Themafest am 17. September und beim 20-jährigen Augustin-Jubiläum am 16. Oktober genießen. Bei freiem Eintritt und sehr erwünschten Spenden. Näheres erfahrt ihr im Internet oder durch unsere wichtige Zeitung Ein Grund mehr, sie zu kaufen, anstatt sich von heute und Österreich geistig verschmutzen zu lassen. Auch Flower für unser Purzelfest liegen hier auch drinnen, so kleine blaue Dinger. Ich wage es heute, zwei Lieder aus unserem Repertoire solo vorzutragen, weil ich von der lieblichen Frau mit dem wunderschönen Namen Meinschein dazu eingeladen wurde. Das erste Lied handelt von einem Mann, der schon 30 Jahre in seinem Job ausharrt und bis oben hin die Schnauze voll hat. Wegen der anwesenden Kinder werde ich darin enthaltene Fäkalausdrücke durch harmlosere ersetzen. Haben schon gewählt oder sind daher nur zum Blödschon, du? Ich zähl jetzt bis drei, Donald, Donald, und dann wird bestellt. Essen wollen's auch was, na bitte sehr, und hopsassa, schon's draus aufs Tafel, aber der Schweinsbrot nicht schon aus. Ich soll was empfehlen, glaub's, ich bin wo auch rein, wann ich den Dreck servier. Hehehehe, hätt's mir gleich die Kohle. Bestens a Viertel, das ist gesund noch fett und was warm's ist auch sehr zum Empfehlen. Ich sag manchmal gleich zwei. Dankeschön. So, wir kommen jetzt zur Siegerehrung von Talentewettbewerb und möchte bei der Gelegenheit euch von der Besitzvorstelle ein Spendenwert in unser Dienstvorbereich begrüßen. Ja, ich wollte auch das sagen, was der Robert Eppert gerade gesagt hat. Ich freue mich, dass wir auch unsere Bezirksvorstelle Stellvertreterin Ilse Fitzbauer heute bei uns haben. Und bitte dich jetzt, dass du Urkunden an unsere tollen Talente verleihst, die wirklich uns jetzt eine super Show gemacht haben. Bitte schön.
haben wir jetzt ausgezeichnet Frau Eva Bautenheim. Weil ich doch mit der Orgel richtig gewesen. Ich wollte mich Orgel sagen. Den Herrn Hömerl. Wo ist der Herr Hömerl? Jetzt ist er weg. Wo sind Sie? Bei der tollen Performance sind Sie natürlich einer jener Teilnehmer, die ausgezeichnet werden. Ich habe Ihnen die Urkunde überreicht. Dankeschön. Danke. Günter Walinski. Bravo! Bravo. Gratulation, darf ich Ihnen die Urkunde überreichen? Und Sie nicht weiter von der Beine lesen? Nächstes Jahr oder früher? Vielleicht zu Weihnachten. Dayami. Dayami hat einen tollen Tanz gemacht. Sie hat einen ganz tollen Tanz gemacht. Ich habe deinen Namen dann gegangen, das können wir noch abholen. Ich gratuliere auch dir. Das Allerherzlichste und wir werden es sicher noch öfters sehen. Bitte schön. Der Uwe Mau, seines Zeichen Redakteur beim Kurier. Also ich kann nur jedem raten, seinen Blog zu lesen, der ist wirklich interessant und toll. Und der Uwe Mau hat auch ein Buch geschrieben und wie kann es anders sein? Das geht ums Grätzl. Er wohnt nämlich da im Grätzl und er wohnt gern im Gemeindebau. Und ihn begleiten tut ein Urgestein auf aus Floisdorf. Der Schrecken eines jeden Prominenten, weil er war nämlich auch Autogrammjäger. Er ist Entertainer, Künstler, macht sehr gut den Hans Moser nach und er wird ihn Uwe Mau begleiten. Grüezi und hallo! Servus, grüezi und hallo! Gute Nacht sowieso, die Musik macht alle froh. Servus, grüezi und hallo! Servus, grüezi und hallo! Wir singen heute von schönen Ländern, von Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und unserer Heimat und unserer Nachbarn und grüßen herzlich allerseits. Servus, grüezi und hallo, gute Laune sowieso, die Musik macht alle froh. Servus, grüezi und hallo, servus, grüezi und hallo. Auf geht's, jetzt geht's rund, hat los man die Sorgen zu Haus, zum Traurigsein gibt's gar keinen Grund. Heid ist er doch zum Feigen, auf geht's, jetzt geht's rund. Keiner lässt den Kopf heid hängen, keiner bleibt allein. Zum Feigen gibt's bestimmten Grund, heid ist er doch zum Fröhlichsein. Einfach nur ein bisschen Spaß, das muss auch manchmal sein. Nicht immer leicht, drum laden wir euch ein. Für jeden haben wir was dabei, von zünftig bis modern. Musik macht unsere Herzen frei, das hat doch jeder gern. Und alle, heute ist er doch zum Feiern, auf geht's, jetzt geht's rund. Hat los man die Sorgen zu Haus, zum Traurigsein gibt's gar kein Grund. Heid ist er doch zum Feiern, auf geht's, jetzt geht's los. Dankeschön, vielen Dank, Heid ist ein Dank zum Feiern. Rund kommt unser bekannter Journalist und Buchautor Uwe Mau zu uns. Vielen herzlichen Dank. Ja, servus, grüezi und hallo. Das war quasi der von der Gasse. Und der kommt auch noch einmal. Ich werde deswegen, damit er noch einmal, auch noch einmal singen kann, nicht allzu viel aus meinem Buch lesen. Der Oscar ist allerdings auch ein ganz gutes Beispiel, dass es im Gemeindebau nicht nur Mord und Totschlag gibt, wie uns ja manche Medien und Krawallpolitiker gerne
zu glauben machen wollen. Und ich habe ein Buch geschrieben, weil ich auch in der Lustgasse zu Hause bin und seit 50 Jahren bald im Gemeindebau wohne. Und ich wollte eigentlich zeigen, dass es im Gemeindebau auch Geschichten gibt, die anders sind und schöner sind als die Geschichten, die man sonst über den Gemeindebau hört. Und das Klischee des Gemeindebaus auch ein bisschen besser ist, als seinerzeit im Kaisermühlenblues dargestellt worden ist oder in einem Privatsender, dessen Namen ich vergessen habe. Die erste spielt bei uns in der Justgasse 6 bis 14 und heißt Sein letztes Hemd. Das Sepp von der Zweierstiege war am Ende. Seine Frau fort, seine Arbeit weg, sein Selbstvertrauen am Boden. Nur seine Kinder, beide noch sehr klein, und die Wohnung auf der Zweierstiege waren ihm geblieben. Für die Kinder hat er sein letztes Hemd gegeben, wie man so schön sagt. Er hätte mit den Kindern delogiert werden sollen. Einen Termin für die Räumung seiner Wohnung gab es schon. Aber das wollten dann seine Nachbarn und unsere Hausmeisterin so nicht hinnehmen. 5 Menschen sammelten Geld und legten für den Sepp den fehlenden Betrag für die Miete aus. Der Alleinerzieher dankte auf seine Art. Bald konnte er wieder eine Arbeit annehmen und seine Schulden begleichen. Noch eine Geschichte aus der Justgasse, die heißt Für die Mamsch. Und wenn man in der Innenstadt liest, muss man das immer erklären. Für die Mutter, für die Mama. Ich glaube, hier in Floridsdorf weiß jeder und jede, was die Mamsch ist. Die Mamsch hat Zucker und ist auch schon ein bisschen vergesslich. Sie braucht jetzt dringend seine Hilfe. Klar, dass er ihr hilft. Bei der Friseurin ruft er an, um für die Mamsch einen Termin auszumachen. Einkaufen geht er für die Mamsch. Und wenn die Mamsch wieder einmal ihrer Heimhilfe einen Streich spielt, was in letzter Zeit öfter vorkommt, dann bügelt er das erst bei der Heimhilfe aus, um dann der Mamsch das dringend benötigte Insulin zu spritzen. Weil die Mamsch traut sich das selbst nicht. Dabei ist der Franz, der mit seinen 55 Jahren selbst herzkrank ist, gar nicht ihr Sohn, sondern ihr Nachbar. Doch das zählt nicht, sagt der Franz. Meine Frau, die Mamsch und ich, wir sind wie eine Familie. Es gibt gar vieles bei uns in Tirol. Ein gutes Weindel aus Südtirol. Und mancher wünscht sich, sie möchte immer so sein. Weinen Madel und ein Glasl Wein. Einen Madel und eine Glasl Wein. Und ich sag mal, Jung, hol er in die Riede. Ja, schon sieht man das nicht. So, wir kommen jetzt dann zur Auflösung des Rätsels. Der Museumsdirektor ist schon da. Ja, Intendant, wie geht's? So, der Museumsdirektor ist ganz so unendlich wie das Geschäftsführer. Achso, ich gehöre mir noch. Bitte! Die Frau, danke, die Frau Kam Huber-Erter hat unseren dritten Preis gemacht. Ein Buch von Peter Schubert über die Schauplätze in Floridsdorf. Wen das interessiert, nicht nur, dass wir es verkaufen, eh klar, vom Herrn Schubert gibt es heuer eine Jugendausstellung noch bei uns im Haus. Herr Schachinger.
Sind die gleich da? Ja. Ah, nein, Herr Schachinger, Sie dürfen das aber auch durchaus. Ich glaube, Sie dürfen es, wenn Sie versprechen, es weiterzugeben. Ich werde es versprechen, hoch und heilig, ja. Und zwar haben wir da vorgesehen eine DVD über die Schnellbahn. Ja, DVD-Player haben Sie. Na, selbstverständlich. Ich sag's nur, das fragt nur sicherheitshalber. Okay, danke schön. Herzlichen Glückwunsch an die Gartin. Danke. Sie sind in die erste Preis gezogen worden. Sie kriegen zwar nicht das... Ja. Ich schwör's. Wirklich. Anni, ja, nimm. Alle haben's gehört. Na, ja. Jetzt haben na, okay. An und für sich wär's das. Wir weiß nicht, ob Sie einen DVD-Player zu Hause haben. Aha, haben Sie? Ja. Danke. Weil sonst hätten wir uns auf ein Buch oder so toll. Gratuliere herzlich. Danke. Dankeschön. Sie waren ein toller Glücksengel. Ja, bitte. Dankeschön, Herr Ulbricht. Kennen Sie eh alle den Herrn Ulbricht, oder? Ja, zumindest ein paar Leute. Direktor, Geschäftsführer vom Bezirksmuseum Floridsdorf, macht ganz tolle Projekte und wir arbeiten gerne mit dem Bezirksmuseum zusammen. Dankeschön. Wir ja, auch mit euch. Dankeschön. So, und das war wieder Klasse, wieder mich. Ja, und ich würde auch sagen, drinnen liegen auch die Programme vom Bezirksmuseum, sich bitte ans mitnehmen, das ist wirklich sehenswert, das Haus, ganz wirklich sehenswert. Der René wird aufhören und ich möchte jetzt die Gelegenheit nicht bei Wohnpartner, sage ich auch noch dazu, der René hört nur im Bewohnerinnenzentrum auf, bleibt aber natürlich bei uns in Floridsdorf bei den Wohnpartnern, weil wir würden ihn ja sowieso nicht gehen lassen. Und ich möchte dir jetzt ein Bild überreichen, ein symbolisches. Und eines von diesen sechs Dörfern ist das Zentrum von Floridsdorf, das heißt Floridsdorf-Mühlschüttel. Und das Wappen davon sind diese Blumen, dieser Blumenstrauß. Und dieser Blumenstrauß steht für das Gebiet, wo der René ab jetzt zuständig sein wird. Und wo der René sein neues Gebiet hat, das er eröffnen wird mit seiner großartigen Arbeit. Und deswegen für die Zukunft, René, überreiche ich dir dieses Wappen. Symbolisch etwas, das entstanden ist im Bewohnerinnenzentrum. Die Baskengruppe hat es gemacht. Und noch ein Symbol aus meiner Heimat. Das ist eine Ahle Wurscht aus Kassel. Die soll dafür stehen, also mit Würsten kenne ich mich eigentlich nicht so aus, aber mit Prozessen mittlerweile ein bisschen. Die braucht sehr lange, um zu reifen. Eine ganz eine tolle Band, die Austropop spielt. Und das vom Feinsten, nämlich nicht covern, sondern die spielen ihre eigenen Texte. Und das finde ich ganz toll. Vielen Dank. Wie vorher schon erwähnt, mein Name ist Philipp Riesel, ich bin in der Nordrhein-Siedlung gar nicht weit weg von da aufgewachsen. Nicht die ganze Band, wo die anderen herkommen sind, verrate ich später. Und was wir nur gemeinsam haben, ist, dass ich auch einige Jahre mit René gemeinsam gearbeitet habe. In der Großverzählung im Jugendzentrum und kann das eigentlich nur unterstreichen, was da alle Rednerinnen und Redner vorher über René erzählt haben. Auch noch einmal danke für die René. In die Disco schauen, ich hätte mich selber fast nicht erkannt. Ein letzter Spiegeltest, zwei, drei Haarstänger noch bergauf. Unmotiviert und frech, ein Tropfen Gel gehört da noch drauf. Heute glaubt es sicher, ich hab ein gutes Gefühl. Die Mädels werden Schlangen stehen und stürzen sie auf mich. Ich kann mich kaum erwehren, so wird der Abend sein. Oder wieder mal zurückkehren, ganz allein. Das ist leider auch nicht nein. Hast ein Sechser gewürfelt, darfst du weiter. Hast die Aussätze zum Start. Stehst im Leo, ich sei nicht gescheiter.
Also ich bin draufgekommen, manchmal ist Facebook schon was Leibendes. Ich habe vor kurzem eine Nachricht gekriegt von einer Dame, mit der ich eben in der Nordansiedlung aufgewachsen bin. Und sie hat gesagt, ich lebe jetzt seit 30 Jahren in Tirol und ich habe die vor kurzem im Radio gehört. Und so sind wir eigentlich draufgekommen, dass Radio Tirol unsere Lieder spielt. Vor allem das nächste mit dem Titel Komm mit. Ich hab in letzter Zeit den Eindruck gewonnen, du hast dich schon seit langem übernommen. Fühlst dich für alles verantwortlich, machst in der Nacht kein Auge zu, was dir dadurch die Freude an Füllen genommen. Sonst machst du doch mal gern ein Kompliment, bestichst durch dein großes Temperament. Wir müssen mit deiner Lebenslust alles um dich auf. Jetzt bist traurig, wie dich niemand kennt. Komm mit, der Fluss ist brav nur für uns zwei, aber die Strömung fühlt sich stark für einen allein. Reich mir die Hand, wir werden einen Weg beschreiten, über spitze Steine gleiten und dann fangen wir auf voran. Nehmen wir uns die Zeit, um Geschichten von unserem Leben zu erzählen. Nur die Geheimnisse treiben weiter, weiter mit dem. Uns gibt es in dieser Zusammensetzung seit 2013 und in dieser Zeit haben wir mittlerweile zwei CDs aufgenommen, die wir natürlich mitgebracht haben. Und das nächste Lied ist das Titellied des zweiten Albums mit dem Titel Vertraut und Fremd. Entscheidend ist doch bloß die Stimme, die in uns das Sagen hat. Vertraut und fremd ist der Weg, nach dem man sie sehnt. Vertraut und fremd ist die Schulter, an der man lebt. Vertraut und fremd ist unser Anfang und das End. Manchmal schließt sie meine Augen und erinnere mich daran, wie es so war als kleines Kind. Und es fühlt sich so gut an, hin und wieder zurückzuschauen, wenn die Zeit vergeht so schwer. Es ist an der Zeit, ein Zwischenresümee zu ziehen, ohne gleich ein Lebens- oder Sinnkrise zu kriegen. Dafür bin ich viel zu gern da, nimm jeden Tag, wenn ich's irgendwie Chaos geschenk hab. Hab einen halben Weg zurückgelegt, dabei erfahren, dass mich vieles prägt, solange sie was bewegt, vor allem Freundschaften gern pflegt. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, vielleicht die einmalige Chance, ein ganzes Leben zu gestalten, aus eigener Kraft heraus. Dafür lohnt es sich zu kämpfen und so schnell wie es geht kapieren, nur ich selber kann bestimmen und mein eigenes Glück kreieren. Begonnen hat unser Projekt eigentlich mit dem folgenden Lied. Da hat uns ein Redakteur aus der Steiermark angerufen vom Radio Steiermark und hat gesagt, das Lied will er unbedingt bringen. Und da haben wir uns gedacht, ja, wenn das Radio Steiermark das bringt, dann bleiben wir zusammen und spielen weiter. Mittlerweile sind wir schon 3 Jahre zusammen. Du erscheinst. Dein Humor nimmst du in jeden Tag mit. Dein Lachen geht mit der Sonne auf, Schritt für Schritt. Dein klares Ja zum ganzen Leben. Deine Akzeptanz ist überall und stets gegeben.
Selbstverständlichkeit, alles zum Song. Die Schicksale nimmst du hin, ohne zu klagen. Und siehst dann auch noch meist was Gutes drin. Oder führst dann ganz leise darauf hin. Hast nie den Wunsch, mit aller Gewalt was zu erreichen. Sitzt mit kleinen Dingen lieber große Zeichen. Würdest nie an Streit aus Bequemlichkeit ausweichen. Und schon gar nicht lass die Zeit sinnlos verstreichen. Du erscheinst, wann du wo bist, weil du streust, wann du genießt. Versprühst in jeder Situation deinen sanften Charme. Du bewegst dich elegant, hast für dich schon längst erkannt. Du nimmst die Menschen herzlich auf, so wie sie sind. Vergiss nicht, du bist nie allein. Ich möchte Ihnen gleich die Band vorstellen. Gitarre neben mir. Er unterrichtet am Borg in Wiener Neustadt. Michael Grill. Unser neuestes Bandmitglied kommt so ein bisschen aus der Rock'n'Roll. Jazz-Szene. Nicht so, okay. Alexander Guckenberger aus Enzersfeld. Und mein Nachbar aus Nöstach, wo wir momentan wohnen, das ist im Triestingtal in Niederösterreich. Da so Südautobahn, Allandauer Abfahrt. Dort kommt man nach Nöstach. Am Bass ist der Günther Faramiti. Das nächste Lied ist auf der Südostern-Tangenten entstanden, wo ich leider Gottes wieder mal im Stau gestanden bin und da habe ich die Idee zum nächsten Lied gehabt. Morgenstern. Nein, Maxim, das kann ich dann. Täglich grüßt der Morgenstern. Hinter mir biegt schon wieder einer drauf. Als ob's für ihn kein Morgen mehr gibt. Oder ist er in mein Auto so verliebt, denn er fuchtelt mit die Hand. Hat er Termin beim Präsident? Oder ist er höflich, weil er mich gut kennt? Täglich grüßt der Morgenstern. Ganz nervös blickt mich wieder einer ab. Soll ich mich auflösen im Hier und Jetzt, nur weil mich so ein Rumpelstilzchen hetzt? In mein Seitenspiegel verliert jemand die Kontenance. Sein Hupen scheint defekt zu sein. Ich gebe ihm noch eine Chance. Ich seh mich so nach dem Sonntagsfahrer, der natürlich mit Hurt und seinem Hund der Flora seinen Luxuswagen verwendet. Mit 50 km/h auf der dritten Spur genießt er mit der Flora, Fauna und Natur. Ich freu mich schon aufs Wochenende. Gibt's richtig oder falsch, schwarz um Song? Traditionen müssen sie nicht vertrauen. Furcht schon wird sehr oft der Clown, der schenkt in jedem Fall der Liebe des Vertrauen. Du wünschst dir mehr Offenheit. Ich kritisiere die Verschlossenheit. Wir leben uns offensichtlich auseinander. So bleibt das wahre Gesicht fremd und unerkannt. Wer schürt diesen Hass und Neid? Woher stammt die Ängstlichkeit? Hat er in uns was verloren?
alles brennt.